Das Setting ist professionell. Und doch ist hier einiges anders. Ich stink wie Hölle! Jeder sagt, was er denkt, 1:1. Der Rauch ist wichtig für die Stimmung dieser Szene. Und darum geht's. In einer stillgelegten Samtweberei in Krefeld haben die Filmleute einen Wartesaal aufgebaut. Ein herzloses Amt. Hier müssen die behinderten Darsteller sinnlose Anträge ausfüllen. Doch egal, was sie beantragen, alles wird abgelehnt. Aber leider haben wir momentan überhaupt keinen Bedarf für Sie. Kein Bedarf für Sie, weil es viele Dinge gibt, die Sie niemals erreichen werden. Eine andere mögliche Interpretation der Szene? Auf dem nebligen Amt wird entschieden, ob diese Menschen eines Tages überhaupt geboren werden dürfen. Sehr schön, Philipp. Gut, Ruhe bitte wieder. Ja, ich kann mal. Seit Januar drehen Philipp Rieger und seine Mitbewohner zusammen mit den Profis. 16 lange Drehtage haben sie schon hinter sich. Tage, die oft von 9 bis 22 Uhr gingen und extrem anstrengend waren. Aber alle haben durchgehalten. Wir arbeiten zusammen, bis der Film wirklich rauskommt. Und ist das schön? Das ist mega toll. Mega schön. Es ist ein besonderes Projekt, das den Laienschauspielern einiges abverlangt. Wichtigste Voraussetzung, die Stimmung muss gut sein. Das ist ja nun mal ein ungewöhnlicher Umstand oder Umstände hier. Und also jeder geht hier sehr, sehr feinfühlig und sehr behutsam und sehr rücksichtsvoll auf den anderen ein. Der Regisseur gibt keine festen Dialoge vor. Er arbeitet vielmehr mit den verschiedenen Charakteren der Darsteller. Wir haben lange geprobt vorher und rausgefunden, so ein bisschen, was, wie ist jeder so drauf, also was interessiert jeden, was ist der Humor dieser Person, oder die Schwermütigkeit der anderen Person. Und daraus dann versucht, die Szenen, die wir nicht hier im Amt drehen, diese Parallelszenen, die dann in einem anderen Ort spielen, daraufhin so ein bisschen auf die Personen auszurichten. Wie sehen wir Behinderte? Björn Leonhardt hat einige Szenen der Rahmenhandlung bereits produziert. In Sequenzen aus der griechischen Mythologie wird die Geschichte von Hephaistos erzählt. Seine Mutter wirft ihn vom Olymp, weil sie ihn nicht will. Zu klein und zu hässlich. Durch den Sturz hinkt er ein Leben lang. Doch der Behinderte wird ein geachteter Handwerker, schmiedet den Schild des Achilles und den Dreizack von Neptun. Hephaistos, der behinderte, erfolgreiche Held des Films, ist ihr Vorbild. Die Leute kennen das ja alles noch nicht und dann denken die bestimmt, wow, Behinderte machen ein Kino, einen Film. Die können das richtig gut, okay, doch. Und dann ja, gucken, wie das so abläuft. Bin mal gespannt. Zurück zum Dreh. Jetzt ist Mittagspause am Set. Zeit für alle zum Durchatmen und Abschalten. Nils Rottgard ist einer der Wohnheimbetreuer. Er hat das Projekt mitentwickelt. Was ihn am meisten an den Menschen fasziniert, die ungeheure Energie, mit der sie immer wieder versuchen, ihre Grenzen zu überschreiten. Was für uns als Mensch ohne Behinderung als eine Kleinigkeit vorkommt, ist dort halt der Mount Everest. Und wenn der bestiegen wird, dann hat das natürlich die emotionale Qualität der Besteigung des Mount Everest. Danke, sehr schön. Gut. Sehr schön. Sehr gut. Bitte. Das Filmprojekt ist einmalig in seiner Art. Es gibt behinderten Menschen die Chance, genauso wahrgenommen zu werden wie Nichtbehinderte. Ja, absolut spannend. Und eine Ideengeberin ist jetzt bei mir, Esther Siegritz. Herzlich willkommen von der Lebenshilfe in Krefeld. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Bei der Arbeit im Wohnhaus, im Alltag, da haben wir uns gedacht, mein Kollege Nils Rottgard und ich, dass es so schade ist, dass es so wenig Begegnungen gibt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Und dass man auch mal diese Menschen ganz anders zeigen könnte. Und so haben wir überlegt, wir sollten mal einen Film machen. Dann haben wir alles in die Wege gesetzt, um das realisieren zu können. Jetzt ist sicherlich auch der Weg so ein bisschen das Ziel. Aber haben Sie auch was im Kopf, was Sie mit dem Film erreichen möchten? Ja, wir möchten gerne den Film bei Festivals zeigen, damit so viele Menschen wie möglich. Also wir wollten Kunst machen. Wir wollten nicht einen Film über Menschen mit Behinderung machen. Wir wollten, wir hatten den Anspruch, einen professionellen Film zu realisieren. Das sieht auch professionell aus und ich glaube, das wird auch funktionieren. Jetzt haben wir gesehen, das ist für alle, die da mitmachen, ungewöhnlich. Erzählen Sie ein bisschen, was Sie beobachtet haben, während diese Dreharbeiten jetzt laufen. Was ist mit den Menschen, mit denen Sie arbeiten? Was passiert mit denen?
Ja, dadurch, dass, dass nicht die alltäglichen Zwänge herrschen, sondern in einem Haus, wo Menschen mit Behinderung leben. Normalerweise ist der Alltag sehr strukturiert. Und durch diesen Raum, wo Kunst geschaffen wird, sind einfach ganz viele Regeln aufgehoben. Und dieser freie Raum, der hat ganz viel ermöglicht. Bei einigen Leuten ist die Sprache klarer geworden. Die haben Dinge getan, die auch Betreuer ihnen so gar nicht zugetraut hätten. Es sind viele Kleinigkeiten im Alltag. Ich glaube, dass das auch was Emanzipatorisches hat, für alle zu erleben, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Themen berücksichtigt werden und zum Ausdruck gebracht werden. Nun ist es ja von der Geschichte her, wir haben die von der Rahmenhandlung gehört, das ist also auch schon ein Pfund. Wie ist das angekommen? Bei den Menschen, die auch mitspielen? Hervorragend. Die Geschichte wurde sofort aufgegriffen. Also jeder hat seine Rolle ganz schnell gefunden. Wir hatten ja auch einen professionellen Schauspieler mit dabei im Team, der die Rollen und die Geschichte mitentwickelt hat. Und jeder hat seine Figur sehr, sehr schnell, sehr eigenständig auch mitentwickelt. Also der Zeus hat sich den Zeus auch wirklich zu eigen gemacht. Der Philipp, der da in dem Beitrag zu sehen war, den Regisseur, der hat dann irgendwann, als wir was geändert haben, gesagt, nee, aber Moment mal, ich bin doch der Regisseur, das muss ich doch entscheiden. Ja, also ganz spannendes Zusammenwirken. Jetzt müssen wir uns nur ganz kurz noch verraten, wann er fertig sein wird. Wo kann man ihn sehen, den Film? Vermutlich April 2016. Erstmal auf Festivals und es gibt eine große Premierenveranstaltung in Krefeld auf jeden Fall. Darüber werden wir hoffentlich auch berichten. Vielen Dank und viel Erfolg bei dem Projekt.